Dieses Video ist für alle, die der Aufgabe gegenüberstehen, eine Pressverbindung, eine Kegelpressverbindung an einer Radnabe, einem Getriebe oder Ähnlichem zu lösen. Und ich weiß, wie das ist. Manchmal ist man dem Aufgeben nahe. Wir werden dazu auch in die mikroskopischen Bereiche reinschauen. Denn diese Oberflächen sind durchaus strukturiert, das ist nicht eben. Mikroskopisch gesehen haben wir hier Drehriefen und vieles mehr Porositäten. Das führt zu einem Verzahnungseffekt. Und wenn durch die Spalte zwischen den Bauteilen dann noch über die Jahrzehnte Feuchtigkeit eindringt und Rost, also Eisenoxid hat ein größeres Volumen wie der Stahl selbst, dann kommt die Kraft zu der Kegelpressverbindung noch dazu. Wie so oft steht am Anfang großer Optimismus und wenn man dann noch in einen wirklichen Heavy-Duty-Radnabenabzieher investiert, ich verlinke diesen in der Videobeschreibung, das ist ein Affiliate-Link, da weise ich darauf hin. Das ist für euch nicht mit Mehraufwand verbunden, aber unterstützt meinen kleinen Kanal ein wenig. Also dann ist man zuversichtlich und sagt sich, ja, damit muss es doch gehen, oder? Hältst du es hin? Was hab ich da? Finger sind weg? Ja. Im nächsten Moment, oder? Achtung. Also war nix. Jetzt kommt der Gedanke auf, diese Mutter vom Abzieher als Auspresswerkzeug zu verwenden. Und hier ganz wichtig, oberste Maxime, Schutz des Gewindes. Jetzt pass auf. Geht es nochmal Sekt oder Selders, ja? Das was habe ich jetzt nochmal gemacht. Nun sind wir am Anschlag des Bundes und ihr seht, es geht noch immer nichts. Aber wichtig jetzt schon, das Schlagen mit dem Hammer. Es wird also eine konstante Vorspannung erzeugt und dann noch über den Hammer ein Impuls in das Bauteil hineingegeben. Die Richtung stimmt, ne? Ja, rein. Schauen wir erstmal, was wir anrichten.
jetzt ist der Anschlag erreicht und wir müssen innen einen zylindrischen Gegenstand reinlegen, um wieder Weg zu bekommen, um die Vorspannung weiter zu erhöhen. Oder so ein Schlagschrauber haben wir. Ja. Ohne das Ding. Und was nehmen wir als erstes? Die berühmte Zehnernuss. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Zehner war. Aber auf jeden Fall werdet ihr gleich sehen, sie war der Sache dann auch noch nicht gerecht. Das Vernünftigste wäre eine Kugel gewesen. Es ist ja auch in dem Zapfen der Kegelpressverbindung ist ja eine Zentrierbohrung, in die könnte man eigentlich eine größere Kugel eines Kugellagers, eine gehärtete Kugel einlegen. Und für die, die sich fragen, um was für ein Auto es sich hier handelt, das ist ein Dodge Coronet, ja, Baujahr 56. Ein amerikanischer Oldtimer, das könnt ihr ja mal googeln. Und natürlich geht das Ganze schon wieder zu langsam, nicht nur euch, auch der Lady. Einige werden sie vielleicht erkennen aus den Opel-Zylinderkopf-Videos, der Sunny, ja, da hat sie schon geholfen, die Ventilfedern einzusetzen, die Kopfdichtung zu wechseln. Aber war ja auch ihr Auto letztendlich. So, ihr seht, der Papi legt hier noch Pappe ein, um auf jeden Fall die Gewinde zu schützen. Es macht wenig Sinn, das Ganze nachher auseinander zu haben und dann funktioniert es trotzdem nicht. Das erste Mal, dass ich so eine Verbindung zerlegt habe, war übrigens bei einem Triumph Spitfire. Das war ja, 1980, circa muss das gewesen sein. Das sind Kräfte, die dem Äquivalent von Tonnen entgegenkommen. Und jetzt schaut mal, das ist auch sehr interessant hier. Das ist die Nuss aus dem Metrinch-Werkzeugkasten, den verlinke ich euch auch im Kommentarteil. Den habe ich jetzt, den habe ich zur Hochzeit gekriegt von meiner inzwischen Ex-Frau. Und schaut euch mal die Flanken genau an. Ja, der Metrinch drückt nicht auf die Ecken, er drückt auf die Flanken und immerhin, er ist nicht schlagschraubertauglich, aber er hält es aus. Jetzt wirklich das härteste Gerät, mit dem wir da drauf gehen. Ja. Entweder ist es alles kaputt oder. So, immer noch geht nichts und wenn die Verzweiflung groß genug wird, dann kommt man ja auf die verschiedensten Ideen, ja. Und, das hier war auch nichts, denn dieser, es ist eine eine Federverbindung zusätzlich noch, das ist die Feder hier und die ist gehärtet. Das seht ihr, der Bohrer ist Hartmetall und neu
und trotzdem geht hier absolut nichts. Also dieser Weg führt in die Irre. Ihr seht auch an dem gewinnenden Zapfen, das sieht schon nicht mehr so gut aus. Aber solange es nicht auf das Gewinde selbst drückt, ist noch alles gut. Aber es wird jetzt, es ist schon ein wenig elastisch-plastisch verformt. Ja, ich sage elastisch-plastisch, da können wir mal ein eigenes Thema drüber machen. Ich bin mal aus der Werkstoffkundeprüfung geflogen, weil ich nur von plastisch. Ja, jeder plastischen Verformung geht eine elastische voraus und hucksche gerade. Egal, also ich schütze das Gewinde jetzt, indem ich die Mutter aufdrehe und schaut euch mal die noch recht neu aussehenden Radbolzen aus. Da werde dafür die, die dranbleiben, nachher noch ganz große Augen machen, meine lieben Schrauberfreunde. Ja. Das ist nämlich der Grund, warum wir diese Radnarbe abmachen. Erstens hat sie sich nämlich verzogen. Und das sehen wir am Ende auch gleich warum, nämlich Wärmeeinbringung. Und zweitens, ja, wartet ab. Inzwischen eine noch dickere Mutter eingelegt. Das ist aber ein Zeichen dafür, dass sich was bewegt. Ihr seht nochmal auf der Sechskantflanke, wie schön metrisch außen drauf drückt. Ihr habt es kurz gesehen. Ja. Wie gesagt, alles gut einfetten. Das habt ihr gesehen. Immer mal wieder Caramba oder WD-40. Ja, und never give up. Ja, also wie gesagt, auch wenn sich das Teil noch nicht gelöst hat, so sehen wir doch, dass ein Weg vonstatten geht. Ja? Erst ohne, dann mit der kleinen Nuss, dann mit der dickeren Mutter. Also hier nochmal im simuliert mikroskopischen gesehen, ja, die Strukturen arbeiten sich also von einem Arbeitungsriefen und ja, überhaupt Unebenheits-Topografie-Ding zum nächsten. Ja, also makroskopisch daran zu sehen, dass wir nachlegen müssen. Und jetzt habt ihr schon gesehen, inzwischen gewonnen, es hat sich gelöst und das zeige ich jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive auch in aller Ruhe.
Ja, und ihr bleibt jetzt noch dran, weil jetzt wird es nochmal wirklich spannend. Ja, das ist jetzt nochmal eine andere Perspektive. Wie gesagt, nochmal da die Pappe rein, um das Gewinde zu schützen und alles. Die dickste aller Muttern kommt jetzt auch rein. Wie gesagt, das habt ihr schon mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Ja, im Hintergrund steht so ein Spitfire. Ja, das ist genau die Geschichte. Ja, der hat auch so eine Kegelverbindung. Ja, Konus, Kegel-Konus-Verbindung. Die Kräfte, ich kann es nur abschätzen, die gehen in das Äquivalent von Tonnen. Ja, Kraft gibt man ja in Newton an. Im Bereich der Erdoberfläche, Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat, ja, sind also ein Kilogramm übt eine Kraft von 9,81 Newton aus. Bitte googelt das, ja. Hier seht ihr nochmal die Fläche, auf die der Metrinsch, die Metrinsch-Verzahnung drückt. Ihr seht es sehr gut. So. Und gut.
Und ich habe euch was versprochen. Achtung. Tada. Also dem Fachmann fällt sicher auf, dass diese Radnabenbolzen, da sieht man es jetzt, die sind normalerweise gerändelt und werden eingepresst. Nein. Bitte. Nicht. Da hatte jemand die falschen. Die gibt es in zwei Durchmessern, ja. Die werden eingepresst und bleiben dann dort, wobei die Rändelung ja nur die Verlustsicherung ist.